Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von uns. Mein Name ist der Buddha und wir sind die Snigglers Guild und wir machen hier auf YouTube Videos rund ums Thema Axie Infinity. Wie man sieht, ich bin immer noch nicht wieder zu Hause, ich bin gerade noch bei meinen Eltern, deswegen sorry für die schlechte Audioqualität, aber ich habe einfach nicht mein Mikrofon mitgenommen. Total egal, wen stört, tut mir leid, sorry, es wird wieder besser, wenn ich zu Hause bin. Heute das nächste Video im Bereich News und Schnacken. Wir wollen heute einmal über ganz, ganz geile News reden, denn die Breeding Fees wurden endlich angepasst. Danach wollen wir noch ein bisschen über diese Network Integration von Binance reden, denn da hat sich jetzt auch was getan. Dann wollen wir noch mal ein bisschen über diese Videos reden von Axie Classic und Bryson, also der eine YouTuber, einer der größten auch mit, hat mal so ein Reaction-Video zu einem anderen YouTuber gemacht, der jetzt irgendwie aufgehört hat, Axie Infinity zu spielen. Und ja, das ging ganz groß rum und da gibt es viele Meinungen zu und genau. Und danach wollen wir nochmal kurz bei Twitter reingucken, was denn so die CEOs da die letzten Tage gepostet haben oder was da gepostet wurde über die. Und dann am Ende eventuell noch ein kleiner Geheimtipp. Von daher viel Spaß beim Video. Wir haben vor 5 Stunden die tolle News bekommen, dass die Breeding Fees endlich angepasst wurden. Und diese finden dann statt in jetzt 19 Stunden von dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, wahrscheinlich dann so 20 Stunden vom Release dieses Videos, also morgen. Ab morgen sind die dann aktuell und live. Und was wurde angepasst? AXS, der Token AXS wurde angepasst, der wurde halbiert. Das bedeutet, wenn ihr jetzt ein neues Axie brüten wollt, müsst ihr nur noch ein AXS dafür bezahlen. AXS liegt, glaube ich, gerade so bei $66, ist jetzt auch wieder ein bisschen angestiegen, seitdem diese News gekommen sind. SLP ist auch wieder angestiegen. Ich glaube, SLP hat heute 36% gemacht. Auch nur wegen dieser News natürlich. Und genau, SLP können wir uns ja mal angucken. Die SLP-Preise wurden auch erhöht. AXS wurde verringert, SLP wurde erhöht. Das ergibt total Sinn so, denn wie ihr ja vielleicht wisst, hatten wir einen viel, viel höheren SLP-Demand. Also produziert wurden 4-mal so viel SLP am Tag, als verbraucht wurden durch das Brüten. Und genau deswegen wurde das ja auch dann wirklich verdoppelt. Wir haben nur noch ein AXS. Und ja, also meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist das endlich die richtige Entscheidung, die gekommen ist. Wir freuen uns drüber und genau, wir werden auf jeden Fall dadurch auch weiter brüten. Wir haben Bock weiter zu brüten, unser SLP dort reinzustecken und also für diese Axie-Wirtschaft ergibt das total Sinn, dass das hier jetzt mal ein bisschen ausgeglichen wurde und angepasst wurde. Hier drunter haben sie jetzt noch geschrieben, ich lese mal vor auf Deutsch. Das Wachstum der Axie Infinity Gemeinschaft ist dank der Beiträge jedes Einzelnen von Ihnen unglaublich. Wir schätzen Ihr Engagement für unsere Gemeinschaft und möchten, dass Sie sich als Eigentümer dessen fühlen, was wir alle gemeinsam hier aufgebaut haben. Einige von Ihnen haben Ihre Verwirrung, Sorge und sogar Frustration über die derzeitigen Unbeständigkeiten der Wirtschaft zum Ausdruck gebracht. Wir sind uns bewusst, dass diese Unbeständigkeiten es unseren Community-Mitgliedern schwer macht, ihre Bemühungen konsequent zu würdigen. Wir hoffen, dass ihr am Ende dieses Updates besser verstehen werdet, dass unsere gelegentlichen wirtschaftlichen Anpassungen unsere Versuche sind, Fähigkeiten und Anstrengungen konsequent zu belohnen und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Community und Spielerwachstum herzustellen. Als nächstes wird hier kurz in 4 Punkten mal erklärt, wie denn überhaupt diese Axie-Wirtschaft, das Konzept dahinter gerade aufgebaut ist. Und hier steht, SLP kann nur durch Spielen erzeugt werden. Jedes SLP ist ein Ergebnis von Anstrengungen und Können. Ein Axie kann nur durch das Verbrennen von SLP erzeugt werden. Jedes Axie ist der Beweis dafür, dass ein Mensch eine bestimmte Zeit lang Axie Infinity gespielt hat. Wenn es neue Axie-Spieler gibt, können sie nur spielen, wenn mehr Axis zur Verfügung stehen, als es Spieler gibt. Das bedeutet, dass wir beim Ausgleichen der Wirtschaft an die zukünftigen Nachfrageschocks auf dem Axi-Markt und die SLP denken müssen. Die langfristige Nachhaltigkeit der Wirtschaft hängt von einer Kombination aus Spielerwachstum, neuen Nachfragequellen für Axis und externe Organisationen ab, die das Spielen zum Verdienen durch das Sponsoren von Ranglistensaison oder Turnieren oder von anderen Sachen noch subventionieren. Ich habe jetzt hier im nächsten Part einen kleinen Absatz übersprungen, da der nicht so wichtig war, aber hier jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja jetzt gerade auch wirklich stattfindet, in einer ähnlichen Art und Weise. Hier steht, das Wachstum von Axie ist zyklisch, was bedeutet, dass wir sowohl die aktuelle als auch die zukünftige Nachfrage nach Axies berücksichtigen müssen.
wenn wir wirtschaftliche Anpassungen vornehmen, während unsere Veteranen, also die Leute, die schon etwas länger spielen hier im Spiel, diese Zyklen schon öfters erlebt haben, wie zum Beispiel 2019, dort wurde nämlich der Preis von einem Axi von 0,1 Ethereum ganz schnell auf 0,002 Ethereum gefallen. Und das, ich meine, das ist ja ähnlich wie jetzt momentan. Ich meine, guckt euch die Leute an. Ich sehe es ja gerade bei den neuen Kommentaren unten oder auch neue Leute bei uns im Discord und in der Guild. Die haben jetzt alle Angst, dass SLP auf Null runtergeht. Und genau das Gleiche gab es seit 2019 auch schon mal. Und das beunruhigt halt gerade jetzt die neuen Spieler natürlich. Aber wir haben das alles schon immer wieder gesehen. Im Kryptomarkt ist das total normal. Leute, die schon ein bisschen dabei sind, wissen das, wissen damit auch umzugehen. Aber für die Leute, die hier neu sind, einfach durchatmen, abwarten, es wird sich schon alles wieder regulieren und die Developer und die Leute, die hinter Axie Infinity stehen, die wollen doch auch nur das Beste und das Langfristige für ihr Baby Axie Infinity und die machen das schon seit 4 Jahren. Also die wissen genau, was sie machen, keine Sorge, man sieht es heute an dem Update, das wird schon alles wieder. Einfach durchatmen und gucken, beobachten und das wird schon. Den letzten Abschnitt, den ich jetzt noch einmal angehen möchte, ist die Wachstumsprognosen für das nächste Jahr. Und hier steht, unsere Wachstumsprognosen für das Jahr 2022 deuten darauf hin, dass wir für den zukünftigen Einsteigeransturm, den wir mit dem Start von Ronin Dex und Battle Version 2 erwarten, mehrere Millionen Axis benötigen werden. In der Vergangenheit haben wir immer dann, wenn wir Features eingeführt haben, die Reibung verringert und den Nutzen für Axis erhöht. Ein Einstieg der Züchtungen erlebt, um den erhöhten Nachfragen von Axis gerecht zu werden. Sowohl von neuen Spielern als auch für die Veteranen. Das bedeutet, jetzt, wenn die neuen Updates rauskommen, wirklich die neuen Spielmodis, Battles Version 2, Land Gameplay und der Dex, dieser Austausch-Dex, da wird einfach sehr, sehr viele neue Axis erwarten. Neue Spieler, die kommen, die eine riesen neue Nachfrage nach Axis. Und von daher wird dann der Preis wieder hochgehen, aber man möchte ja jetzt schon dafür vorsorgen, dass es nicht nur explodiert und wieder so ein Riesenhype da ist, dann kommen wieder ganz, ganz viele neue Spieler, dann funktionieren die Server wieder nicht und das macht uns alle einfach unglücklich. So viel hier zu dem Update. Hier ist nochmal eine schöne Übersicht, wo man sieht, SLP, wie die herproduziert wurden bisher und wie sie verbrannt wurden. Das wird sich jetzt hoffentlich ein bisschen ändern. Und ja, ich verlinke euch das Ganze mal unten, guckt es euch an, lest es selber einmal durch, hier sind noch viele andere Infos, auf die ich jetzt aber nicht im Detail eingehen wollte. Vor einer Stunde ungefähr hat einer meiner Patreons, den ich coache, bei Buy Me a Coffee, hat mir gesendet, dass endlich die Network Integration von AXS von Binance auf die Ronin Blockchain endlich funktioniert. Und das bei richtig wenig Gebühren. In meinem letzten News und Schnacken hatte ich das ja schon gesagt, dass es am 4. September eigentlich gepostet werden sollte, also released werden sollte. Jetzt haben wir den 23. Wir sehen, es hat alles ein bisschen gedauert. SLP hatte ja funktioniert, für sehr, sehr wenig Gebühren ist direkt auf die Ronin Wallet drauf zu bekommen, AXS nicht. Jetzt, fast 20 Tage später, es funktioniert endlich und wir können günstig unser AXS rübersenden. Hammer. Es hat ihnen jetzt 0,005 AXS gekostet, also wirklich gar nichts. Und statt vorher immer die doppelten Gas-Fees da zu bezahlen, 200 bis 400 Dollar. Und jetzt ist das ja wirklich gar nichts mehr. Und ich habe aber auch gleichzeitig wieder bei uns im Discord gelesen, dass andere Leute Probleme hatten, dass es wieder suspended ist, dass es einfach sehr wieder überladen ist. Aber, liebe Leute, es funktioniert endlich. Bei ihm ist es direkt schon angekommen. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten. Jetzt natürlich alle stürmen jetzt auf Binance zu, um ihre AXS schnell rüber zu senden, um jetzt nochmal schnell in den nächsten 24 Stunden zu brüten. Aber ja, es funktioniert langsam, es kommt, ne? Wie immer, durchatmen, sich nochmal drauf zurückerinnern, dass es einfach noch kein fertiges Produkt ist und dann das einfach easy nehmen. Genau, aber es funktioniert schon mal bei dem einen oder anderen. Jetzt einmal kurz meine Meinung zu dem Video von Classy. Das ist auch ein YouTuber, der jetzt alle seine Axis verkauft hat. Und ja, da gab es ja jetzt in der Community ganz viele Meinungen zu dem Thema. Ich habe mir das Video angeguckt, ich kann manche seiner Meinung auf jeden Fall nachvollziehen, aber auch viele nicht. Ich finde, er reagiert sehr, sehr emotional, nur weil ihm das Entwicklerteam alle auf Twitter geblockt haben. Seine Videos haben immer so einen kleinen Beigeschmack, immer so einen negativen Beigeschmack, obwohl er selber Supporter des Projekts Axie Infinity ist. Ich weiß es nicht, warum, aber ja, er hat sich zerstritten mit dem Entwicklerteam. Die haben ihn alle blockiert und er hat darauf sehr, sehr emotional und nicht mehr rational darauf reagiert, hat alle seine Axis verkauft. Viele seiner Argumente sind vernünftig und kann ich verstehen, klar.
Aber auch die Gegenargumente von den CEOs sind auch absolut nachvollziehbar. Es ist ein 7-Minuten-Video, guckt es euch ruhig an. Noch viel besser finde ich das Video von Bryson dazu. Bryson, einer meiner Lieblings-YouTuber. Super, super sympathischer, lieber Mensch. Und er reagiert auch sehr, sehr rational drauf und versteht es. Und von daher guckt euch das Video auch von Bryson an am besten. Das finde ich einfach klasse und ich bin da voll der Meinung von Bryson und unterstützt da auch seine Meinung. So viel. Hier nochmal ein Tweet von, ich glaube, ich weiß gar nicht von wann der ist, auch erst von gestern. Und hier haben wir sozusagen einen Quote von Jiho, einen der CEO und der Erfinder von Axie Infinity. Und das untermalt auch einfach nochmal das, was eigentlich in dem neuen Breeding Axe Update auch vorhin schon gesagt wurde. Ja, also es gibt Menschen, die haben schon in den letzten 4 Jahren immer wieder bei einem Zyklus, wo es unten ist, immer wieder gesagt, jetzt stirbt Axie Infinity. Und genau das Gleiche habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen bei mir unten in den Kommentaren gesehen. Irgendwelche neuen Leute, die dabei sind, die Lust auf dieses Projekt haben, aber es irgendwie versuchen zu kritisieren, um dann wieder eine Meinung dagegen zu hören, um vielleicht selber sich unterstützt zu fühlen, doch in das Projekt einzusteigen. Naja, auf jeden Fall gibt es diese Leute schon seit 4 Jahren und die werden auch immer wieder kommen. Das ist bei jedem Zyklus immer das Gleiche. Wenn es bergab geht in der Rutsche, dann sagen sie alle, yo, jetzt stirbt Axie Infinity. Aber liebe Leute, ne, durchatmen, gucken, wie sich's entwickelt. Dem Entwicklerteam meiner Meinung nach vertrauen. Ich vertraue ihnen vollkommen. Und ja, wie hier steht, die Leute waren bisher immer falsch. Ich meine, jetzt mal gucken, was sie heute und morgen sagen werden. Und die Leute wollen, dass es halt einfach zerstört wird. Und dass dieses Movement, was es ja jetzt wirklich gibt mit Axie Infinity als Vorreiter des NFT-Playing, des Play-to-Earn, ja, viele wollen natürlich, dass das fällt und gönnen das auch nicht. Aber man sollte die einfach ignorieren, durchatmen und für die am besten, wie er selber sagt, für die beten, dass auch sie vielleicht etwas finden, ein Movement, auf das sie auch schwingen können. Und genau, finde ich einen super Tweet, eine super Aussage. Ich stehe da hinter dem Geos. So, und jetzt als kleine Belohnung für diejenigen Leute, die so lange hier dieses Video angeguckt haben, ich habe hier einen ganz geilen Geheimtipp für euch. Ich habe euch in meinem Lieblingsvideo schon mal mein absolutes Lieblingsaxi gezeigt. Und das ist das Double Anemone Fish, Cute Bunny und Post Fight. In dem Video, was ich gemacht habe, habt ihr gesehen, wie stark dieses Axie ist. Meiner Meinung nach das stärkste Axie, was ich kenne. Denn es kann sich sowohl selber heilen, gleichzeitig Damage ausführen, wie auch hat eine Zero Energy Karte Post Fight, die 120 Damage ausführt, maximal viel Damage für Zero Energy. Super geil, verletzt sich dabei selber 30% des HPs, aber kann sich halt auch wieder selber heilen. Und, ihr lieben Zuschauer, das Axie haben wir damals für mehr als 1.000 € auf jeden Fall gekauft. Ich glaube, es hat 1.300 Dollar oder so gekostet. Und unglaublich teuer, aber auch unglaublich stark. Und jetzt mittlerweile droppen da die Preise. Und niemand, also wirklich wenig Leute kriegen es mit hier von einer Viertelstunde für 0,088 Ethereum. Das ist so, so günstig, meiner Meinung nach. Also dieses Axie ist viel, viel mehr wert. Das gibt es auch erst. Also wir sehen, hier sind gerade 19 im Sale und insgesamt gibt es das erst, glaube ich, 145 Mal. Das ist sehr, sehr selten. Drei davon sind bei uns. Und ich wette auch vielleicht noch das eine oder andere. Von daher, hier kleiner Geheimtipp, wenn ihr ein neues, geiles Team aufbauen wollt, kauft euch das. Das ist richtig, richtig stark. Und ja, das war es auch heute schon zu News und Schnacken. Wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wir sind fast bei 1000. Ich überlege mir irgendeinen 1000-Abo-Special. Und wenn ihr Bock auf 1:1-Coaching habt, guckt unten in der Beschreibung, was wir dort anbieten bei Buy Me Coffee. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, save the planet!